Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es dir? Fit. Fit? Ja. Wie geht es dir mit dem Erfolg von gestern? Ungläubig. Also ich meine, wer hätte das gedacht? Echt? Das kann sich doch keiner vorstellen. 320.000. 1.000 Boxen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben gestern innerhalb von 24 Stunden unsere Deluxe-Boxen ausverkauft. Das heißt nicht wir, sondern ihr. Ja, noch viel schlimmer. Jetzt habe ich keine mehr. Wir wollten uns extra welche zurücklegen. Doch, wir haben noch welche. Das wäre tatsächlich ärgerlich, weil ich finde, der Content ist echt auch als Mitmusiker sehr sammlungswürdig. Ja, das stimmt. Vor allem, wir haben in letzter Zeit eigentlich... Hast du von der Addicted to Hell eine Deluxe-Box behalten? Nee. Ich auch nicht. Ey, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Also das ist fantastisch, wirklich. Auch hier, wie unser Video geteilt wird und kommentiert wird und geliked wird, das ist etwas... Da haut ihr uns von den Socken. Wir sind sehr ehrfürchtig. So, wo geht's heute hin? Erst nach Hamburg heute. Aha. Mit wem spielen wir da? Wir spielen dort mit Florian Gray und mit Mantra. Und dann geht's morgen nach Berlin und da spielen wir mit Florian Gray und mit Mantra. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Das kommt jetzt völlig überraschend für mich. Ich habe es gerade eben erst gesehen. Eine traurige Nachricht haben wir heute, denn wir sind ohne Felix. Der hat immer noch mit seiner Gehirnerschütterung zu tun. Und an dieser Stelle nochmal ganz gute Besserung an unseren lieben Gitarristen. Und haut mal in die Kommentare eure Besserungswünsche für unseren Felix. Aber das Wetter ist gut. Wir lassen uns nicht die... gute Laune verderben. So ist es, sondern wir machen das Beste daraus, so wie immer. Richtig. Und wir kriegen das irgendwie auch zu dritt hin auf der Bühne. Absolut. Irgendwann stehe ich da ganz alleine. Wir packen jetzt erstmal weiter unseren Bulli hier und dann geht es los. 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 Ist wieder in seinem Autofahrer-Modus. Nee, ich habe wirklich nichts gemacht, ehrlich. Ich habe geblinkt, ich habe Schulter, ich habe ordentlich eingefädelt und dann fällt er mir vorbei und zeigt mir den Stinkefinger. Ich glaube also. Mann, ey. Benehmt euch auf der Autobahn! Und wie grüßt man sich auf der Autobahn? Anscheinend mit dem Mittelfinger. Ich glaube, ich soll das auch etablieren. Mach mal vor. Nee, hier zu Frau Hannelore aus Gütersloh kannst du das. Hannelore. Ach nee, ist ein Kerl. Was ist eigentlich der männliche Name von Hannelore? Wir sind in Hamburg! Uhuhuhu. Und wir stehen vor einer geschlossenen Tür. Uhuhu. Ja, was machen wir jetzt? Das einzige Interessante gerade ist, wo die nächste Toilette ist. Das stimmt. Finde ich auch gut. Tja, schön. Ich mag Hamburg übrigens. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich finde Hamburg tatsächlich einen unglaublich wunderschönen Ort. Im Gegensatz zu? Ich musste, das war mein allererstes Konzert. Mit 4 oder 5 Jahren habe ich mich anstellen müssen in einer Schlange, um zu einem riesen Arena-Konzert zu der Kelly Family zu gehen. Tatsache, erstes Konzert. Dein erstes Konzert, muss ich fragen. Mein allererstes Konzert war der Toten Hose in der Stadthalle. Oh wow, das ist tatsächlich ein cooles Konzert, was man auch erzählen kann. Mein allererstes Konzert waren die Prinzen. Hallo Flo! Hallo! Du sollst nicht mich filmen, Abi. Das meinte ich nicht. Natürlich. Nein. Ich muss ja zeigen, was wir aus der Situation gemacht haben, dass wir so wenig Merchandise-Fläche heute haben. Und ich finde, wir haben das wieder mal großartig gelöst. Say hello to the Solom fans. Hello. They have a nice merch. I like it. If Nicola is booked out and has no time for us, you will be our guy for the merchandise booth. Oh no. I barely have time for myself. Flo, ich frag dich gar nicht. Du kommst einfach in unser Tourtagebuch. Okay. Gut. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, was auch immer du sagen möchtest. Hallo, das ist Flo. Einer der größten Versager, was gibt's in Hamburg? Richtig. Er versucht seit 60 Jahren Musik. Wo ist der gelandete Bahnhof Pauli? Scheiß Name. Wo ist der gelandete Bahnhof Pauli? Da wo letztens auch EGI Cherry gespielt hat, ja? Ja. Alles super freundlich hier. Das ist die Bühne für heute. Wir haben ein LED-Backdrop. Oh, das sieht fantastisch aus beim Mantra, ne? Ah, das sieht so viel cooler aus als bei uns. Wir haben einen Glitch-Skull, der sieht auch nicht schlecht aus, aber das vom Mantra, das sieht wirklich fantastisch aus. Und
Meine Jungs bauen auf. Wenn wir jetzt noch Infos zum Strom kriegen, sind wir eigentlich auch schon ziemlich weit. Oh, cool. Holger, geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Sehr schön. Say hello to the Solon fans. Hello to the who? It doesn't matter. Hello, everybody. I'm impressed. Sehr schön, sehr schön. Es geht nicht ums Publikum impressen, sondern den Sänger. Ja. Hat der Sänger denn auch sein Mikro aufgeladen? Nein. Jeder von oben nimmt es einfach eins. Guck mal, hier ist dein Glas. Nein. Dein Job war es, die Gläser zu holen. Und dein Job ist es, die Gläser hinzustellen. Wird sie diese Gläser zerstören? Man weiß es nicht. Oh, ist gar nicht so schlimm. Ich bin enttäuscht. Where is your drink? I have my drink right here. Cheers. Wie war der Soundcheck? Angenehm. Angenehm? Ja, mit einer Gitarre weniger ist doch irgendwie mehr Platz und es geht zügiger. Also ich meine, ich vermisse ihn sehr, aber... Das aber danach ist... Macht das jetzt nicht besser. Muss ich mehr sagen? Nee. Darf ich mehr sagen? Kann ich mehr sagen? Du kannst alles sagen, was du möchtest. Ich vermisse ihn wirklich und ich mache mir große Sorgen. Ja, echt, ne? Die arme Sau. So, meine lieben Freunde, ich zeige euch jetzt einmal kurz, wo wir hier spielen. Und zwar sind wir im Bahnhof St. Pauli. Oder Bahnhof Pauli heißt es. Das ist der Eingang. Und jetzt geht er drunter. In die When you see into my eyes. Tada! Die erste, der erste Checkpoint ist Merch direkt. The heavy one. Und wir haben unsere Flagge als Tischtuch genommen. Hab ich eben schon mal erzählt. Achso. Fällt mir gerade auf. Das ist nicht schlimm, erzähl's nochmal. Denn diese Flagge, die könnt ihr jetzt auch bei uns kaufen. Und deswegen haben wir sie direkt hier drunter gelegt, damit ihr das sehen könnt. Und weil wir keinen Platz haben, sie sonst aufzuhängen. Stark. Cool. Vielen Dank, Nicola. Dann geht die Tour weiter. Da ist der Checkpoint 2. Das ist der zweite Checkpoint von meiner Room-Tour. Hier ist unser Staff. Schön aufgereiht. Dann geht es hier weiter ins Backstage. Is it alright if you guys are on camera? Hallo, ja, das ist okay, cool. Hallo, hallo. I'm making a room tour. Hallo. Welcome to MTV and this is my crib. Now get the fuck out of here. Das war's eigentlich schon. Aber wir können ja nochmal in den Konzertsaal gehen. Dann machen, glaube ich, oder haben Florian Grey gerade. Oder machen nochmal Soundcheck. 30 geht's los. Klingt so. Das ist hier der Konzertsaal. Oh, ist aber neblig hier. Wenn ihr morgen in Berlin seid oder in Hannover oder in Köln, dann könnt ihr zu mir in den Merch kommen. Und wenn ihr das Album, die Vinyl, die Box, irgendwas vorbestellt habt, was mit dem Album zu tun hat, mit dem neuen, mit dem Obsidian, dann bekommt ihr diesen Pin von mir, wenn ihr mir zeigt, dass ihr es vorbestellt habt. Also kommt bei mir vorbei, holt euch euren Pin ab. Und den Pin könnt ihr nicht eingeben für eure Bankkarte, das geht nicht. So. Herzzerreißend schön. Ja. Ja, kennst du dich noch an Biene Maya erinnern? Mhm. Lip? Ja. Mal, wie stolz er ist. Van Gogh wäre stolz. Ich muss jetzt langsam aufpassen, dass ich nicht meine Rum-Cola verwechsel mit dem... Ich habe Eis drin. Jetzt. Woher hast du das Eis? Da, ja, ha! Wir machen das jetzt live. Und ich mach's jetzt mit einer Hand. That's what she said. Plum. Los, mein Freund. Auf dein Gnadenwohl. Mein Gnadenwohl? Mhm. Das sagt man doch so, oder nicht?
Also ich kenne auf mein Wohl, aber nicht auf mein Gnadenwohl. Auf dein Gnadenwohl. Ich fühle mich heute ritterlich, deswegen nehme ich das jetzt an. Fürstlich. Ja. Und zwar würden wir ganz gerne jemanden von euch auf die Bühne holen, der Luftgitarre spielt. Wer hat den Bock, Luftgitarre zu spielen? Ich würde sogar vorschlagen, weil der drängelt gerade. Das ist ja unfassbar. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass so viele Leute auf die Bühne wollen. Ich würde sogar vorschlagen, wir machen einen Wettbewerb daraus. Derjenige, der die coolste Luftgitarre am Arm spielt, gewinnt eine Sorbonne-Flasche. Von mir aus mit rum. Also haben wir Freiwillige da, die Luftgitarre spielen wollen? Eine Person, zwei Personen. Drei Personen, vier Personen. Okay. Ich glaube, wir spielen auch nur vier Songs, wenn ich so auf die Zeit gucke. Willst du anfangen? Ja? Geil. Soll ich dir sagen, welcher Song vorher gespielt wird? Nicht, dass du dich quer spielst? Ach, der Mann mit dem roten Bart macht wieder scheiß Witze, ich weiß. Komm auf die Bühne. Applaus! Thank you.
essen. Wir essen jetzt noch. Jawohl. Wir haben in Hamburg gespielt und es war großartig. Und Hamburg hat wieder mal bewiesen, warum wir Hamburg so sehr lieben. Eskalativ. Meine Perle. Meine Perle. Deine Perle ist München. Das ist wahr. Da kann ich nichts gegen sagen. Aber Hamburg ist meine Stadt. War gut? War großartig. Das hat richtig gute Stimmung gemacht, ey. Trotz der dezimierten Ausstellung, es war eine Menge Energie davon. Ja. Grüße gehen raus an Felix, wir haben dich trotzdem hart vermisst, aber Felix, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben 4 Luftgitarrenspieler heute auf der Bühne gehabt und die haben alles gegeben. Komplett abgerissen haben. Alles abgerissen. Es war mega. Oder? Also, das machen wir morgen nochmal. Ne? Wieder mit Luftgitarre. Wieder.